Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2019 zusammen mit Jan bei Racing Point. Ah, es regnet nicht im Rennen. Ja, Leute, ganz kurz zur Info. Ja, ich habe nicht gecheatet, es war ein kleines Bug wieder mal. Wir haben nämlich gerade das Qualifying gefahren. Ich bin instant rausgeflogen, war 20. und es hätte im Rennen geregnet. Jan fand das eigentlich alles ganz cool. Und das Problem war dann irgendwie, dass mein Spiel abgestürzt ist, kurz bevor wir in die Einführungsrunde sollten. Und ja, dann konnte ich nicht mehr beitreten und wir müssten das Ganze jetzt neu starten. Deswegen sind wir jetzt wieder hier. Ups, leider abgestürzt. Ja, ups. Ganz kurz zur Info, wir haben gerade eben Deutschland Grand Prix aufgenommen, haben ja da einen Doppelsieg geschafft. Das war auf jeden Fall mega, mega nice. Dann haben wir noch zwischendrin ein bisschen Madden aufgenommen, könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Jetzt redet der Typ mir wieder dazwischen, ey, so ein unhöflicher Typ einmal. Ja, auf jeden Fall hat Jan ein bisschen Angst jetzt vor Ungarn hier. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich hatte vorhin gesagt, egal ob ich rausfahre oder nicht, ich werde wahrscheinlich 20. starten. War auch der Fall, hoffentlich kriege ich das jetzt besser hin. Dieses Mal sage ich das jetzt nicht. Ja, so der Sheet, wenn du... Ja, guck mal. Eigentlich startest du dann von Platz 1 gleich oder so. Ja, das Platz kann sein. 2 oder 3. Falls dir das Übersteuern zu schaffen 10. macht, fahr an die Box 20. und wir prüfen die Einstellungen. Wann fliege ich jetzt raus? Übersteuern bedeutet, dann so, dass ja, ups, diesmal stößt das Spiel nicht ab. Normalerweise liegt das an zu wenig hinterem Abtrieb oder an einer zu steifen Hinterradaufhängung. Eine leichte Anpassung mit negativem Sturz oder Vorspur kann ebenfalls hilfreich sein. Er hat mir gerade ultra die Tipps gegeben, ey, ich lieb den. Brauchst du ja auch. So, was denn für Tipps? Die Frage ist, was hat er jetzt gemeint? Ich habe ihm nämlich nicht zugeschaut. Scheiße. Wie du das Auto einstellen sollst, oder wie? Ja. Ja. Der hat gesagt, ja, wenn du hinten immer mehr Prozent auf den Reifen hast, dann kann das daran liegen und daran und dann könnten wir das und das mal probieren zu ändern. Jetzt habe ich es halt vergessen. Das ist natürlich doof jetzt. Aber du weißt ja gar nicht, ob du hinten immer mehr Prozent hast. Doch, ich habe hinten immer mehr. Deswegen ja. Stelle ich auch die Vorderbremskraft immer hoch. Doch jetzt schon, dass die Runde schon wieder von mir schlecht ist als die im Qualifying davor. Deswegen so der Schied. Ich weiß jetzt nicht, was ich da einstellen muss, ob ich das hoch oder runter. Er hat irgendwas gesagt von Radaufhängung. Ja, probier du da mal rum und dreh dich gleich nochmal, wenn du eingestellt hast. Halt dein Maul. Mann. Ich stell die jetzt einfach mal runter, vielleicht ist das jetzt noch schlechter. Aber ich glaube, er hat irgendwas von niedriger gesagt. Boah, keine Ahnung. Leute, schaut auf jeden Fall bei beiden Kanälen vorbei, um dieses krasse Rennen aus beiden Sichten zu sehen. Auch den vorderen Radsturz stelle ich jetzt mal um. Das ist Radabsturz. Oh Gott, war die Kurve schlecht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ah, ich glaube... Paar Knöpfchen drücken war... Ich bin gerade 1,19 gefahren, in dem Qualifying davor bin ich eine 1,17 gefahren. Du bist eine 1,20 gefahren, um genau zu sein. Ja. 1,19,9. Ja, aber davor bin ich, wie gesagt, im nee, Qualifying never. Davor. Doch, never. Bin ich wirklich. Nee. Die Runde war wirklich gerade schlecht von mir. Ja. Ja, oder? Nee. Reifen. Hi. Jetzt fährst du für Williams Racing. Nice. Hast du wieder gewechselt? Ja, ich wechsle jedes Rennen mindestens. Oh, Hamilton fährt einmal. Auch Hamilton. Hamilton fährt für Red Bull, ja, sehr schön. Ja. Kühert. Nur Norris und so, die fahren richtig. Ich will kein anderer. Verstappen fährt richtig.
Gasly fährt richtig. Ach, jetzt bist du bei Red Bull, ja, sehr schön. Aston noch Martin. Vertrag, noch einen neuen Vertrag unterschrieben. Passt zur Cappy jetzt. Hauptsache Geld. Geld, Geld, Geld. Verträge, das ist doch wurscht. Ein halbes Rennen fahre ich für Williams, das andere halbe Rennen für Red Bull. Ja. Ein 17 ist er gefahren. Jetzt fahre ich nochmal eine schnelle Runde. Jetzt fahre ich die Red Bull Runde und nicht mehr die Williams Runde. Hm. Gott, das war wieder so. Oh mein Gott, das kann ich ja jetzt. Oh mein Gott. So langsam jetzt schon wieder. Das ja, ja, ja. Was meine ich hier gerade die ganze Zeit? Recht ab. Sorry. Ich fahre gleich nochmal raus. Ich fahre raus. Abbruch, Spielstopp. Ja. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. In der ersten Kurve direkt hatte ich schon 3 Zehntel weniger. Also in der langsamen Runde davor. Also ich bin jetzt mal gespannt, was dieser Radabsturz bringt. Fliegt mein Reifen dann noch schneller ab. Ja, der fliegt gleich. LOL, Reifen weg. Noch in der Box explodiert. Njau, njau. Erstmal das DRS die ganze Zeit an- und ausmachen. Erstmal schrotten. Ja. Gleich so, ja, dein DRS funktioniert nicht. Boah, das merkt man gleich, wie gut das ist. Das ist so unfair. Ich reg mich da immer weiter drüber auf. Ich finde das. Ja, das habe ich auch oft gemacht, weil wegen dir irgendwas kaputt gegangen ist. Was? Ja, du hast so oft einen Fehler in der Matrix gehabt. Einmal? Nein, never. Doch, das war nur beim Monaco. Ja, in Monaco mussten wir komplett neu fahren, aber wir hatten auch schon mal Quali neu. Nein, wir hatten nie dann Quali hast du neu. Ungefähr 5-mal deine Aufnahme geschrottet. Ja, ich habe das Qualifying jetzt doch nicht mit auf Aufnahme. Meinst du, ich fahr krass? Nee. Meinst du nicht? Glaubst du, du fährst eigentlich schon? Jetzt fahr ich. Okay, ich brech ab. Abbruch, Spielstopp. Wieso brichst du ab? Ich bin einfach kerzengerade ausgefahren. In der Kerzengrad bin ich gefahren. In der ersten Kurve. Ja, fahren wir uns halt noch ein bisschen warm, okay, nix. 2 Runden warm fahren. Also die Reifen nicht auf die Bremsen nicht auf Temperatur, oder? Zwei Runden warm, 2 Runden kalt fahren. Ja, und dann gehen wir wieder rein. Oh Gott. Woo! Was passiert? Nix. Ein bisschen Schalenker gemacht und dann war es wieder alles in Ordnung. Bin wahrscheinlich trotzdem irgendwie so 18. oder so. Ja, weil du selbst deine Aufwärmrunde könnte für den ersten Platz reichen. Ja. Safe. So, dann fahren wir jetzt nochmal eine schnelle, hoffentlich gut. Nee, ich bin immer noch 20. geblieben, schade. Ist ja jetzt doof. Oh, jetzt haben wir sogar gelenkt. Lenken willst du auch noch? Ja, ich hab's geschafft. Ich fahr wieder kerzengerade. Digga, was bin ich eigentlich für ein dummes Stück? Also diesmal ist die Runde nicht schlecht, aber ich bin da einmal trotzdem sehr weit rausgefahren wieder. Wenn ich mich noch gefangen habe. Kann die erste Kurve auch nicht richtig.
Ich hasse diese nach unten da, diese links nach unten. Ja, die ist auch langgezogen. Alle Kurven sind hier doof in Ungarn. Boah, ich hatte gerade so einen Schalenker drin, das ist ja richtig crazy. Aber ich bin ein bisschen schneller als in der meiner schnellsten Runde. 2/10 aber nur. Also ich weiß nicht, wie ich angeblich eine 1,17 geschafft habe. Ist eigentlich unmöglich. Ist es ja auch. Ja, schiedet er sich auf Platz 1, ey, so unverdient. Ja, als ob du mich nicht mehr einholst. Den mach ich auch nicht. Soll ich die Runde denn jetzt noch knacken? Ist voll scheiße gewesen. Ah. Zwei Runden kommen. Ungarn ist voll scheiße. Ja, das stimmt schon. Ja, wie soll er die knacken? Das ist eine mehr als eine Sekunde besser einfach. Echt? Ja, ich hatte 19,6 oder so. Oh, ups. Nee, ich hatte 19,2. Sehe ich gerade. Ja, ja, aber okay. Trotzdem, ist es trotzdem. 8/10 schneller. Nur. 3 oder was? Ich bin schon so lange nicht mehr auf Platz 1 gestartet. Das ist krass. Echt? Warum das? Weiß ich nicht. In Ungarn hast du es jetzt auch nicht verdient. Was? Ey, du bist so dreckig. Ja. Wer sein Auto in die Wand setzt? Ja. Also ich gönn's dir natürlich, ne? Also gönn dir ganz viele Punkte immer. Ich habe ja gesagt, auch in Deutschland, du warst Platz 1, ich Platz 2. Warst zu weit weg. Ah ja. Dann gab es auch noch das Missgeschick mit der Fährst du schnell? Ja. Gab es auch das Missgeschick mit der schnellsten Runde? Nee, topp ich niemals deine. Ich weiß nicht, warum du so krass warst. Oh Gott, Randstein, bitte lass mich in Ruhe. Also ich fahre höchstens 2/10 schneller. Wenn überhaupt schneller. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich glaube, der zweite Sektor, den fährst du viel besser, glaube ich. Ah ne, hier habe ich jetzt Zeit. Sektor. Ah ja, jetzt bin ich. Ja doch, jetzt bin ich krass. Ja, der dritte Sektor, das war bei mir auch so. Der dritte, da habe ich irgendwas verkackt gehabt. Ja, war bei mir auch so. Ich habe die Kamera verstellt. Und trotzdem fahre ich elegant. Über die Kurve. Oh, schade, nicht mehr geschafft. Echt? Nee. 18,7 habe ich. Ja, da breche ich auch ab. Brauche ich meine Reifen nicht verständlich. Hab Wand? Hätte nochmal. Wand oder weiter? Achso, Wand. Ja, Wand. Okay. Warte, kannst du schnell zu mir und einen Tumpen einmachen? Da hast du auch Sandnetz. Ja, stimmt, okay, tschüss. Was ist passiert? Was ist passiert? Geht's dir gut? Und jetzt so Spiel abgestürzt. Ja, Spiel abgestürzt. Oh. Das fände ich dreist. Wenn ich jetzt Erster wäre und du dann so, Spiel abgestürzt. Mein Fernseher hat kein Bild mehr. So, Leute, die Taktiken sind richtig geil. Ja, weil, guck mal, das Gelbe mit zwei Boxenstopps ist fast genauso schnell. Es ist in derselben Sekunde noch wie mit nur einem Boxenstopp. Und ich glaube, bei Ungarn, ganz ehrlich, da kann es sich lohnen, wirklich die zwei Boxenstopps zu machen. Glaube ich schon. Deswegen werde ich das auch mit den zwei Boxenstopps so machen. Okay. Hier steht auch so, fahr so unnachgiebig wie möglich. Und bei
hohes Reifenmanagement, fahre dosierter und dosierter kann ich nicht fahren. Und man soll mit dosiert, mit diesen doofen Reifen fahren, das ist überhaupt nicht meins. Und deswegen mache ich zwei Bock-Strategie. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich habe ja auch gar nicht, also das was heißt, ich habe nicht vor, sondern ich hatte gar nicht, oder ich plane gar nicht damit, quasi dieses Rennen überhaupt zu gewinnen. Ja, fahr, komm. Ja. Und deswegen, ist das für mich, so, weil ich einfach mit Punkten ins Ziel kommen will, ganz okay. Ja, dann ist es auf jeden Fall interessant, Leute, wie gesagt, auf beiden Kanälen vorbeischauen und das gleichzeitig nebeneinander gucken, denn ich werde auf jeden Fall die Einbox fahren. Okay. Also ein bisschen Abwechslung hier, ein bisschen was zu sehen. Willst du auf jeden Fall Einbox fahren, ob das klappt? Genau, will. Also man wird dann sehen, ob dann irgendwie ein Crash zustande kommt. Ist ja ganz oft so. Also jetzt nicht so aus eigenen Fahrfehlern, es ist ja auch ganz oft so, dass es ist ja auch ganz oft so, dass die Bots einfach kacke sind. Ich dreh mich. Rammstein? Ja, ich wollte es auch austesten. auf jeden Fall wollte ich jetzt sagen, dass die Bots beim Start ziemlich schnell an mich rankommen und dann mich aber auch ignorieren. Die kamen ja auch trotzdem schnell an mich ran. Oh, warte, also, wie sehen unsere Reifen aus? Ah, das kann ich mir nicht angucken. Ich starte allgemein nicht so gut und dementsprechend habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass hier wieder was passieren könnte, leider. Also ich habe in Deutschland... Sag mal, wenn er übernimmt. In Deutschland hatte ich meinen besten Start und deswegen hoffe ich einfach, dass den jetzt hier heute in Ungarn auch wieder machen kann. Jetzt. Okay, danke. So, Kamera neu starten. Synchro. Und dann geht es los. Ich wünsche dir viel Glück und... Ich wünsche dir auch viel Glück. Dann wollen wir eigentlich wieder einen Doppelsieg fahren. Das wäre ganz angenehm. Das wäre angenehm, ob das so klappt in Ungarn. Ganz gefährliche Strecke, ich mag sie gar nicht. Boah, jetzt das mit der Kupplung. Ach, die ist doch ganz süß. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen Strecke. Ein. Nee, die ist richtig süß. Und achte auf die Startampel. Gott, ey, jetzt muss ich auf die Drehzahl wieder gucken. Ja, richtig. Das ist wirklich nicht so angenehm. Ich starte richtig schlecht. Ich bin gut gestartet. Ich kann nicht starten. Aber ich werde trotzdem, Hamilton überholt mich trotzdem. Mich überholen ich alle. Start hatte. Alle ziehen an mir vorbei. Oh Gott, ich muss richtig außen fahren. Oh Gott. Gelber Frontflügel. Ich bin Zweiter geblieben, weil ich richtig viel Platz gelassen habe, sonst hätten mich vielleicht welche abgeräumt oder so. Hamilton Platz 1, Platz 2. Ich habe mir Bottas, also noch ein Mercedes. Leute, ich glaube, ich muss den Start einfach mal ein bisschen trainieren, abseits der Aufnahmen, weil es ist einfach schrecklich. Mich haben alle überholt. Ich war irgendwie Neunter oder so. Echt? Ich war richtig schlecht. Ich bin jetzt Siebter, ich habe ein bisschen reingezogen in die Kurve, habe aber dadurch auch einen gelben Frontflügel. Also, ja. Jetzt ist er orange. Jetzt ist er fast weg. Gelbe Flagge. Ups. Ich bin kannst wieder neunter. Kannst du jetzt schon auf weiß wechseln? Er hat einfach aufgehört zu reden. Er so, ist doch nicht Gott. Der Start, den wir suchen. Oh, das wollte ich nicht. Was hast du denn jetzt gemacht? Gelber Frontflügel. Ach, es läuft ja einwandfrei. Ich hab außersehen ein bisschen zu spät gebremst. Und dann habe ich gedacht, so jetzt bin ich so nah dran, jetzt kann ich Hamilton, jetzt nehme ich ihn. Ich glaube, der Hülkenberg hinter mir, der ist mir so reingefahren, dass er einen Schaden dadurch hat. Ja, er fährt an die Box. Krass. Fährst du nicht an die Box? Ich dachte, dein Frontflügel ist fast ab. Ach, ja, fahr auf. So ein Quarf. Details? Hä? Details. Was Detail? Teile! Frontflügelteile! Teile? Was? Ja, links ist hier orange, dunkelorange. ist doch egal. Fährst bestimmt so schneller. Ja, weiß ich, scheiß mir jetzt in die Hosen und geh in die Box oder was? Da wird jetzt gefahren. Entweder ich flieg raus oder ich flieg halt nicht raus. Box sagt, ich soll sanfter mit dem Wagen umgehen. So viel Schaden verträgt auf Dauer nicht. Ja, was machst du denn auch? Aber ich hab nur hellgrün rechts.
Aber rechts ist huiuiui. mit links, also es geht eigentlich. Gar das kein Problem. Ist jetzt nicht so angenehm, aber... Man braucht gar keinen Frontflügel auf der Straße. Fährt sowieso gegen die Wand. Ich montiere leichter. Oh Gott. Ich hätte gleich einen beim Boxstopp, dass er mir den Frontflügel abschrauben soll, damit ich leichter bin. Sollen wir wechseln? Nee, mal ganz weg. Ist egal. Alter, ich bin so schlecht. Oh mein Gott, ich glaube, man braucht den Frontflügel rechts voll. Also links geht... Ja, so schlecht. Okay. Ja, das ich war bin so schlecht, Runde Alter. Schlecht sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde echt? Wir sind in Runde 3? Also der ist nicht mehr hellgrün, sondern der ist irgendwie jetzt schon noch gelb oder so. Keine Ahnung. Und das ohne Berührung, Alter. Also nicht. Ja, meiner ist lila. Er glüht schon. Ich glaube, ich wechsle den. Ja, ich wechsle ihn auf jeden Fall auch, aber. Aber noch nicht jetzt. Ganz normal, wenn ich halt reinfahre. Ja, ich auch, ganz normal. Du musst ja auch wann schon 5 oder so. Ne? Von der 6 gehe ich. Och, ich gehe 10 oder so. Oh! Also, ich soll Runde. Runde 6 zumindest, ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Ja, sag mir einfach ein bisschen Bescheid. Ich glaube, Hamilton gewinnt das Rennen, um ehrlich zu sein. Nee. Oder nee. Davon bin ich nicht überzeugt. Ja, ich gewinne. Davon gerade ziemlich überzeugt, weil ich überhaupt nicht wegfahren kann. Ich bin davon aber überzeugt, dass ich gewinne. Also, das fände ich gut, aber ich glaube nicht, dass ich gewinne, auch wenn ich gerade Platz 1 bin. Ich glaube, das ist eine ziemliche Momentaufnahme gerade. Das ist... Ja, dann musst du ihn jetzt halt mal schön abbremsen, dass er dir drauf fährt. Ja, mit so unfairen Männchen kämpfe ich aber nicht. Ja, das sagst du zwar aus Versehen. Ups. Sorry. Was war das denn? LOL, Leclerc rammt Gasly weg. Ja, ich versuche. Du willst nicht mit unfairen Mitteln fahren. Was hat er gesagt? Ich habe ihm nicht zugehört, er hat irgendwas gesagt, pass bitte auf dich auf oder so. Irgendwie sowas habe ich gehört. Ja, Mike, bitte pass auf, du musst ins Ziel kommen. Echt? Ich versuche einfach jetzt hinten wegzufahren. Wegzufahren, so Sidekick oder wegzufahren von Sekunden, ja. Sekunden. Ich fände das erste besser. Nee. Langsam kann ich gar nicht fahren, wie der fährt. Genau. Aber er wird Erster, oder? Ja, weil ich ja zweimal in die Box gehe. Ja, als ob ihr nicht auch zweimal gehen. Ich glaube nicht, dass die zweimal doch, gehen. Doch, locker. Nein, ich glaube, die machen alle eine Einbox-Schalle. Nee. Also meisten zumindest. Nee. Geh ich mal von aus, Toto. Doch. Glaube ich nicht. Ich glaub's. Ja. Schon. Leider, ich fahr so schlecht. Ach ja, ich hab viel Spaß hier. Was gut. Es geht einmal links, einmal rechts, einmal geradeaus. Wir nähern uns so anstrengend. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Gleich mit weißen Reifen, ja, das wird so cool. Alter, ich muss hier so komisch lenken und so, das ist... Ich muss so komisch lenken. Das war ja auch komisch. Ja. Schon komisch zu lenken. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Jetzt verliere ich auch noch Grip, sagt er mir. Was ist das denn? Ich hab gar keinen Grip. Oh nein. Technische Probleme. Echt? Hab's gerade in der Kamera gesehen. Der Bild ist wieder da. Oh Gott! Ich hab halt, stopp! Was passiert? Ich glaube, es gibt gleich einen Massencrash hier. Warte, Achtung! Safety Car, Rennkommission! Rennkommission! Was ist das denn hier? Ich bin so schlecht. Ich muss doch feststellen und Otelab. Ja, fahr schnell weg von denen. Die sind gefährlich.
Man darf nicht so gefährlich nennen. Wir raten dir auf Mischung 2. Nein! Nein! Auf Mischung 2. Oh, jetzt fall in die Kurve! Junge, mein Ohr. Nein! Das war schlecht. Lol, du bist außerhalb der Strecke. Ja, ich weiß. Und Vierter. Fährst einfach wieder drauf. Ich hab's riskiert. Pokert und verloren. Bei mir wäre der Reifen wieder weg. Ich bin ja nicht gegen die Wand gefahren. Ja. War ja überall Asphalt. War trotzdem scheiße, jetzt nicht machen sollen, aber die waren sowieso alle viel schneller. Und der Frontwheel macht übertrieben was aus. Boah, Sainz macht übertrieben was aus. Der ist so langsam. Aber ich Leclerc so überholt den halt auch nicht. Und dann beide überholen ist halt. Auf welchem Platz bist du denn? 8. Leclerc ist 7, Sainz 4. ist 6. Cool, schön für dich. Gehst du an die Box jetzt? Ja, ne? Ja, ich muss an die Box. Ja, ich bin so Platz 4, also. Gehen die anderen auch? 2 von den 4. Ja, siehst du, dann machen die auch eine 2-Box. Du Aff. Sind es sogar 2 Mercedes. Ja, stimmt. Die stehen jetzt hintereinander. Alter, sind die doof. Ich meine, ja, doch. Kann sein, dass da was kaputt gegangen ist. Diese Runde geht's in bei die Box. Gib uns eine gute Inlap. Aber da bei mir auch was kaputt gegangen ist. Oh, okay, ich bin. Hab einen Mercedes in der Box überholt dadurch. Ich seh's, ja. Und du sagst, die gewinnen, oder? Ja, ich bin 18. jetzt. Wahrscheinlich. Ja, bin ich. Lol, wer ist denn da rausgeflogen? Also, was haben die jetzt für Reifen? Ja, da rausgeflogen. Was also haben die Bottas für Reifen? Hat gelb. Hamilton sehe ich nicht, das ist viel zu weit vorne. Ja, der hat safe auch gelb. Die fahren auch eine 2-Stopp. Das kann nicht sein, dass die nur eine 1-Stopp fahren. Das wäre viel zu krass. Oh nein, ich drehe mich, Randstein. Scheiße. Alter. Dieser hässliche Randstein, Alter. Oh Mann, und das ist nicht. Boxenstopp! Ich sag dir, das wäre nicht passiert mit dem Regen. Wäre bestimmt auch im Regen gar nicht so rutschig gewesen. Du hast es bestimmt schon gemerkt, aber wir sehen jetzt Abnutzungserscheinungen an den Reifen. Sollten aber noch für eine Weile passabel sein. So. Also Hülkenberg ist Platz 20, ich bin jetzt Platz 19. Ganz weit in den Minute. Dann gehen wir mal nein, ey, Box. Ja, ich bin auch bei dir jetzt gleich. Das wünschst du, also das ist ja Wunsch, dass du bei mir bist. Du bist mindestens 10 Sekunden vor mir oder so, glaube ich. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Fertig, los jetzt! Ich bin sogar hinter dir, guck mal. Ah, weiß nicht, das würde ich gleich in der Kurve. Ciao. Damit haben wir unsere Strategie stimmt, durch. Da passiert, ich habe mich auch sogar gedreht, richtig. Also ich muss wirklich richtig rückwärts fahren und so. Also mich hat's richtig auf dem Curb da am Randstein weggehauen. Und ich bin ja hier einmal in der zweiten Kurve auch einmal richtig von der Strecke rausgekommen. Dadurch habe ich ja 4 Plätze verloren. Tja. Also. Siehst du mal, wa? Auch Frontflügelwechsel. Ich hatte richtig Spaß. Ja, ich hatte auch einen Frontflügelwechsel. Ja, das weiß ich. Aber ich meine, ich wollte ja nur sagen, dass ich das auch hatte. Deswegen hattest du jetzt dadurch keinen Zeitverlust extra. Mach bloß keine Scheiße. Ich habe auch schon Angst, dass ich Scheiße mache. Ey, man kann mit diesem Auto, weil das so schwer ist, kommt man gar nicht um die Kurven rum. Ich denke mir immer so, ich fahre so langsam, es geht halt nicht schneller. War schon so richtig scheiße. Die Strecke fühlt sich so doof an. Ja, jetzt sind einige an der Box. Das war richtig kacke, die Kurve. Ich war alle Kurven richtig kacke. Boah, was mach ich? Ich gebe einfach gar kein Gas. Was ist das denn? Ich brauche mehr Energie, sagt er mir. Echt? Ja. Nicht mehr ausgeben.
Ja, oh, jetzt bin ich 17. Da richtig Plätze gut gemacht. Ja, ich habe auch nur einen überholt. Ja, keine Ahnung, das Mann. War richtig toll. Und die haben jetzt alle weiße Reifen vor mir. Toll. Also muss ich nochmal an die Box... Oh, du musst ja auch gar nicht mehr an die Box gehen, oh Mann. Ja, weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht. Stimmt, du bist ja so früh an die Box gegangen. Nee, nee, ich meine jetzt wegen... Unfall und so. Ja, das. Unfall! Was denn überholen lassen? Ich. Was war das denn? Ich kann nicht mehr fahren, weil ich jetzt so nur lache. Unfall. Du musst über Rasen fahren, damit ich dir nicht reinkrach. Irgendwie haben die Bots bessere Bremsen, habe ich das Gefühl. Ja, ja, klar. Die haben die Vorderradkontrolle, oder wie ist das? Vorderradkraft. Nee, nicht mein Zeug, was ich. Das, was ich jetzt neuerdings umgestellt habe. So, ja, der Radsturz. Das haben die bestimmt, haben die das. Junge, wie überholst du? Du ja, rammst den ja fast weg. Und die kommen auch noch aus der Box. Ja, klar, Alter. Digga, was machst du? Ich bin so gut. Das sah so komisch aus, was war da dann gut? Ich darf da eigentlich, das hätte eigentlich, hätte ich... Ja, eben, man darf doch nicht über die weiße Linie da. Über. Ja, darf man nicht, aber du bist einfach voll drüber gefahren. Ja, dann kam noch ein Leclerc vor dir. Ja, weil der da rausgefahren ist, weil... Oh, aber zu zweit durch die Kurve. Junge, ich bin verrückt. Ich muss hier aufpassen bei dir, Alter. Du machst hier alles kaputt. Ich bin jetzt hinter diesen drei Vögeln, aber ich habe so Angst, dass hier irgendwas passiert. Oh. Dir kann ich sowieso nicht trauen, was du da machst. Ah, jetzt bin ich wieder bei Bottas. Ich kann Bottas, dich nicht überholen. Sorry. Ich darf das nicht machen. Eben. Ich darf. Ich muss die auf Startziel. Früher kriege ich die nicht. Das ist so gefährlich hier gerade, was ich tue. Oder was die tun. Auf Startziel überholt. Ja. Oder? Du hast einfach in einer Kurve, die ultra eng ist, bist du einfach neben alle gefahren. Was macht dieser Irre? Andere Schreckeninterpretation. Wenn man sieht, wie du fährst, dann denkt man echt, du bist irre. Und dann hört man dich auch noch die ganze Zeit schreien. Ja, du fährst einfach auf der geraden Strecke links, rechts, oben, unten. Oh! So viele Worte. Oh, Berührung, Kollision, Rennkommission. Ich glaube, dich müsste man einsperren. Du fährst doch so irre. Der macht dir das ganze Rennen kaputt. 11. Platz. Ich fahre hier so schön. 15. Ja. Ich kämpfe nach vorne mit meinen Reifen. Der stand in der Reifenstrategie, dass ich so unnachgiebig fahren soll wie möglich. Und genau das mache ich gerade. Ich fahre so schön und überhole nicht irgendwie riskant, sondern auf Start-Ziel, wenn dann. Oder auf ein bisschen längeren Geraden. Ja, was machst du? Du einschlafen sollen. Du fährst einfach wie ein Bekloppter durch die Gegend, schneidest alle. Junge. Legt ihr mir immer zum Überholen gut zurecht mit ganz viel Kontrolle. Und Liebe, ja. Ja, ja. Oh Gott, fahr hier langsam, ey. Wo denn der in der Kurve? Vorstadtziel schon. Oder doch nicht? Hallo? Hä? Das ist so, schon so schnell. Gutes Tempo, aber denk dran, dass die Reifen schnell bis Punkten. Zum Schluss durch... LOL! Wow, war das gefährlich, ey. Ist der blöd oder was? Scheiße, Mann. Fuck! Was denn? Ist das kaputt? Nix! Der nervt! Leclerc, bitte hör auf! Ich lass dich jetzt auch sein, okay? Ja. Ich hab einen mit gelben Reifen jetzt wieder vor mir, sehe ich gerade. Ja, zu mir, als ich auf Startziel Gas gegeben habe, um Leclerc zu überholen, hat er gesagt, schönes Tempo, aber pass auf deine Reifen auf. So, es dürfte ich einfach nicht Gas geben mit diesen Reifen. Nee, darfst du auch nicht. Du hast ja sogar zu früh gewechselt. Ich hab doch nicht zu früh gewechselt, du Aff.
Hä, wann solltest du denn wechseln? 7. Echt? Ja, echt. Ja, das ist ja nur eine Runde später als ich. Ja. Oh. Ich guck erstmal nach, wann ich wechseln soll. Runde 20, es sind 8 Runden. Was sagen meine Reifen? Ja, die Reifen sind okay. 5,6 Sekunden haben wir noch Abstand. Wieso bist du so schnell? Welcher Platz bist denn du? 13, warum? Was hast du gesagt? Ich hab dir nicht zuhören können. Der hat 5, ein bisschen zerquetschte Sekunden, nur Abstand. 13, ja, ich überhole auch fleißig, aber ich mach's halt sicherer und. Ja, oder? Schöner, gerade. Also manchmal mach ich's ja auch nicht schöner. Manchmal mach ich's auch gar nicht schön, aber gar schon. Boah, ich habe jetzt richtig viele Autos wieder vor mir. Ich glaube, bis Platz 5 oder so. Oder noch mehr. Ich glaube, bis Platz 4. Ich kann ja, bin gleich auf dem Podium, sag ich dir. Direkt. Und er sagt, mein Auto ist gleich kaputt. Und er sagt von was? Ich sehe Vettel. Von Gewinn. Vettel, sorry. Ich bin auf dem Rasen. Ich habe kurz gegrast. Ja. Rasen ist okay. Ich war halt echt ein kurzes Stück überholen. Oder so drauf. Was hat Hamilton eigentlich? Hast du den schon überholt? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Der war auch in der Box. Der ja, so der war in der Box, ist. Aber. Dachte, der ist auch irgendwie so mein zwischen Auto ist 10 kaputt. Und 5. Nein, ich weiß nicht, warum ich gerutscht bin. Ich konnte nichts machen. Ja, da liegt er. Was ist denn? Wie konnte das passieren? Du wärst so irre schon die ganze Zeit. Nein, ich war weit genug weg von dir. Ich bin die Kurve ganz normal gefahren. Ich weiß nicht, warum ich da so weggerutscht bin. Lol, meine Pedale. Bin wirklich ganz normal, also. Wow. Ärgerlich. Gut, Leute, dann ist meine Folge vorbei. Ja, ich wollte wirklich gut nach vorne kämpfen. Es hat super viel Spaß gemacht auch gerade. Es war anstrengend, aber gut. Mit Ungarn, also das ist Ungarn und ich, das ist Hass. Einfach auf den Tod. Deswegen. Gut, da wird mich Hamilton wahrscheinlich in der Gesamtrangliste wieder überholen. Schaut bei Mike vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüssi.